Oh mein Gott, die Türen sind kaputt. Was haben wir nur getan? Salvete, meine Freunde, da sind wir wieder. Ja. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört, weil die Folge zu Ende war. Und gestern kam leider keine Folge aus dem Grund, weil ich nicht zu Hause war und ich nicht etwas voraus aufnehmen konnte, weil die Bauarbeiter wieder ein bisschen vor sich hin gearbeitet haben. Jedenfalls, da sind wir, einen Tag zu spät. Ich hoffe, ihr entschuldigt. Es gibt nämlich noch eine Kleinigkeit, die darauf folgt, und zwar, ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe überlegt, was kommt denn eigentlich noch nach der Stelle? Und die Antwort ist Firehorse. Nein, die Antwort ist gar nichts. Ich laufe jetzt hier nämlich nur noch einmal hier drüber. Einmal nach links, einmal nach rechts. Und schon beginnt eine Cutscene. Tja. Wir lassen uns natürlich Zeit, weil wir wollen ja nur gerade unsere Schwester retten. Und wer wartet auf uns? Hallo, Faith. Hi. Jackknife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Oh, hallo. Natürlich öffnen sie erst jetzt das Feuer. Und. Boing! Ist es Sparta? Warum ist der Pilot eigentlich jetzt tot? Eigentlich so jetzt mal, gerade eben. Tschö, Kate. Tschö, Helikopter. Warum kommt jetzt schon Endmelodie, wenn immer noch Soldaten auf uns warten? Das war's schon. Ich erinnere mich, das Ende war ein bisschen offen. Als Let's Player ist es meine Aufgabe, euch den Credit-Song kaputt zu reden, deshalb rede ich jetzt mal. Alle, die sich fragen, wie dieses wunderschöne Lied heißt, das Lied heißt Still Alive, nicht zu verwechseln mit dem Lied von Portal. This was a triumph. Sondern das heißt einfach nur genauso. Es wurde von einer jungen Schwedin aufgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wenn man sich mal hier die Namen so anschaut, sind die alle recht schwedisch. Wie zum Beispiel Anton Vigrad. Das ist der schwedischste Name überhaupt. Nee, aber Mikael Lakr. Das sind so, ne?
Ihr wisst, worauf das hinausläuft. DICE ist ja, glaube ich, auch. Ah, bevor ich irgendwas Falsches sage. DICE ist eine Videospielfirma. Beenden wir den Satz damit. Tja, meine Aufgabe ist es nun, euch zu sagen, wie ich dieses Spiel gefunden habe. Ich fand das Spiel toll. Wenn ich es nicht toll gefunden hätte, hätte ich es nicht gespielt, oder? Man kann natürlich sagen, also das Spiel war sehr Gameplay-lastig, also der Fokus war definitiv darauf, oh guck mal, du bist eine tolle Freerunnerin und du läufst über Dasher und das sieht alles ganz toll aus und ja, das war's schließlich auch. Die Story war jetzt nicht atemberaubend, man könnte einen Film daraus drehen, würde wahrscheinlich kein Oscar streifen, aber nicht schlecht. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, guck mal, da, Peter Östlerblom. Also das muss hundertprozentig ein Schwede sein. Oder Magnus Björk. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte. Die Story hat jetzt... Ah, ist es auch der Stille Life. Wovon ich mich jetzt alles immer weiter ablenken lassen kann. Jedenfalls, worauf ich jetzt hinaus möchte. Die Story war ein bisschen zusammenhanglos. Also man ist halt von A nach B gerannt, hatte immer eine Aufgabe, aber ich meine, die Frage ist, was hat man am Ende erreicht? Ziemlich wenig. Man hat einfach die Stadt irgendwie versucht zu retten, indem man mal ihr vor Augen hält, was alles schief läuft, ne? Was für korrupte Bullen da überall rumlaufen und so weiter und so fort. Ja, das unterstreicht genau das, was ich sagen wollte. Ich meine, okay, in dem Bericht steckt ein intelligentes Maß an Propaganda, was halt auch davon zeugt sozusagen, dass die Stadt halt alles so ein bisschen, nicht alles, was glänzt, ist Gold, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, aber man ist schließlich einfach nur eine gesuchte Straftäterin, die Schwester ist als Mörderin angeklagt, der vermeintliche Stiefvater ist tot. Wir haben Meister Propper als Freund hinzugewonnen, aber was mit dem passiert ist, weiß jetzt auch keiner. Es sind halt viele Fragen offen geblieben, aber es ist nicht eine angenehme Menge an Fragen, die offen bleiben. Es ist jetzt nicht so ein Ende wie bei Bioshock Infinite, wo du dann erstmal 5 Stunden lang dir den Kopf zerbrechen möchtest. Es ist so, du wurdest gerade noch von der Polizei gejagt, du hast Soldaten im Nacken und auf einmal stehst du einfach auf dem Dach. Du hast nichts in deinem Leben erreicht, bis auf die Tatsache, dass du irgendwie für 5 Minuten alle Server ausgeschaltet haben, die irgendwie Kriminelle in Schach halten. Und jetzt stehst du da auf dem Dach mit deiner Schwester, guckst du in den Himmel und so eine Schwedin singt was, ne? Ja, ich weiß nicht, das klingt einfach, als hätten die mittendrin aufgehört. Die haben ein bisschen, die hätten mehr auf die Kunden eingehen können, was für Sachen da transportiert werden, warum ist das den Polizisten so ein Dorn im Auge? Dann diese Intrigen da drin, die waren alle recht schön inszeniert, aber irgendwie scheint irgendwie die Sippe da selber nicht ganz an das zu glauben, was die da machen. Zudem wurde am Anfang irgendwie gezeigt, es gibt 500 Runner oder was weiß ich. Und im ganzen Spiel sind dir irgendwie 3 begegnet, wovon 2 irgendwelche korrupten Bastarde waren. Die Story war, wie gesagt, nicht schlecht. Also hat hier halt viele Fragen offen gelassen. War auch, glaube ich, relativ zweckmäßig. Weil es eigentlich wie, keine Ahnung, bei Assassin's Creed 1 einfach nur darum ging, guck mal, wir haben ein schönes Kletterspiel gebastelt. Wundert uns.
Und das muss man sagen, es ist ihnen auch gelungen. Also vom Gameplay war es wirklich wunderschön. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Es ist einfach so, es ist, es hat sich angenehm gespielt. Ich habe das Ganze mit der Tastatur gemacht. Ohne Probleme. Es hatte sogar, ich weiß nicht, mir hat es auf dem Controller sogar weniger gefallen. Ich habe es ausprobiert, aber war nicht ganz mein Ding. Aber mal so ein Kletterspiel von der Tastatur optimiert hinzukriegen, das ist schon eine Aufgabe für sich. Es gab keine Stellen in dem Spiel, wo ich wirklich gesagt hätte, bah! Wo ich meine, okay, ich habe oft genug in dem Spiel bah gemacht, aber das war eigentlich eher aufgrund meiner eigenen Inkompetenz. Was halt ein bisschen verwirrend war, war, manche Sprünge waren an manchen Stellen möglich, manche Sprünge an manchen Stellen nicht. Also ich bin aus Höhen gefallen, was weiß ich, hab mich abgerollt und alles war sexy. Und dann war da zweckgemäß eine Stelle im Spiel, wo das dann nicht so war. Tja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es war schön, das Spiel. Ich habe es ja nicht ohne Grund ausgesucht. Es hat mir gefallen. Ein Freund hat mich mal darauf aufmerksam gemacht. Ja. Ich habe es mir damals im Humble Bundle mit ganz vielen anderen Spielen gekauft. Darunter war zum Beispiel auch, ich glaube, Dead Space 3. Habe ich das richtig im Kopf? Ich weiß es nicht. War jedenfalls ein EA Bundle. Da war auch noch Command & Conquer bei. Vielleicht hat auch hier mal jemand dabei zugegriffen von euch. Ich kann allerdings auch nicht mehr viel jetzt sagen. Es ist, ich glaube, es ist alles gesagt. Und jetzt eine Dreiviertelstunde über den Titlescreen labern, das ist auch mit der Zeit gewiss ein bisschen stupide. Deshalb verabschiede ich mich. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ob ihr es von Anfang bis Ende angeschaut habt oder nur mal sporadisch mal reingeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen eine Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Ganzen auch eine Bewertung. Das Bewertungssystem ist zwar was einseitig, habe ich schon mal gesagt, aber immerhin kann ich daran erkennen, ob ihr es mögt oder nicht. Und wie gesagt, ich bin für Tipps immer offen, ich bin wachs in euren Händen, sagt mir, was ich zu tun habe und ich werde mein Bestes tun, es auszurichten, was zu tun? Nein. Ich werde es jedenfalls in die Tat umsetzen, so gut es mir möglich ist. Allerdings bedenkt bitte, ich bin so ein kleiner Hobbymensch, ich mache das hier gerade nur aus Just for the Lulz. Und dementsprechend habe ich auch nur das Just for the Lulz Equipment. Tja. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir. Wenn es euch nicht gefallen hat, zeigt es mir noch mehr, weil Kritik ist sogar noch mehr wert als ein Lob. Immerhin will ich ja wachsen, ne? Das wäre dann auch schon alles gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Ich winke mit dem Cursor, weil es aussieht, als würde ich zum Abschied winken. Lalalalalala. Am besten mache ich das auf rotem Untergrund, damit man es sieht. Ciao.